Japan mit Japanese Airlines und die sind jetzt gerade, ich bin jetzt in Terminal 2, die anderen sind schon früher mit dem Zug angekommen, denn die sind ja von Berlin runtergefahren mit dem Zug und ich war ja jetzt schon in Frankfurt seit gestern, weil ich ja gestern von Türkei zurückgekommen bin. Fibia ist ja gestern noch nach Hause gefahren, ich war jetzt im Hotel, bin jetzt aus dem Hotel raus, habe meine Sachen dabei und dann gehen wir jetzt gleich rein und treffen die anderen. Hallo. Ich glaube, die Schlange macht hier so einen leichten Knick jetzt, ne? Ja. Hallo. 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 Wie fühlen Sie sich mit der Abreise nach Japan? Ich bin sehr excited. Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, aber ich bin super müde. Ich auch. Ich bin gestern Nacht von Türkei noch zurückgekommen. Du bist richtig eine Jetsetterin einfach. Richtig aktuell. Wir sind durch den Security-Check und wir haben jetzt noch ein paar Snacks geholt für den Flug. Tim ist gerade bezahlen. Und dann haben wir jetzt noch fast 2 Stunden, in denen wir nichts machen können. Und hier ist weit und breit nichts, tote Hose. Mit wunderschönem Ausblick. Alle sind hier am Chillen. Lukas und ich haben uns hier eine kleine Working Station da hinten aufgemacht. Und es ist immer noch weit und breit niemand da, also übel entspannt. So, wir gehen los. Bin aufgeregt. Oh, es macht auch richtig Spaß, mit der Gruppe zu reisen irgendwie. Das ist cool. Also ich habe einen sicheren Flug heute. Der Nacken ist gesichert. Gut. Ja, wir sind alle. Ich stehe einfach daraus, dass ich das Flugzeug filme. Aber du kannst hier einfach auswählen. Das ist so krass, die Toilette ist so clean, alles ist so süß. Ich mache mich jetzt bettfertig. Wir sind angekommen und jetzt gehen wir unsere Reisepass vorzeigen. Nicht, dass wir hier wieder illegal da sind, wa? Was heißt hier wieder? Warte mal. Was steht da? Kann jemand übersetzen? Wir haben es geschafft, wir sind durch alle Kontrollen durch. Wir sind in Tokio. Wir sind da. We did it. Oh, ist das ein Strauß? Ja. So, wir haben jetzt unsere Tickets für den Narita Express nach Shinjuku. Und die anderen, die keine Apple-User sind, müssen sich jetzt kurz die Sticker-Card holen. Aber Tim, Horus und ich. Wir haben die auf dem Handy. Ja, wir sind so toll und modern. So, wir sind jetzt angekommen an unserem... Ich bin absolut fertig. Die beiden gucken sich gerade eine Katze an. Die beiden versuchen reinzukommen. Hello, beautiful gato. Masat, ich habe dir was mitgebracht. Oh! Es ist nicht aus Tokio, aber es gibt absolut die Vibes. Season 2! Dankeschön! Yeah! Oh, ich lieb's! Dankeschön! Das müsste Oversize sitzen eigentlich. Ja, das ist geil. Das ist super. Dankeschön! Herzlich willkommen zu unserer Crib. Ein bisschen klein, aber das ist ganz normal hier. Die Koffer sind nicht ausgepackt, denn wir haben keinen Schrank. Gar kein Problem hier doch. Also hier sind meine Sachen. Hier drunter sind Lukas Sachen. Hier ist unser Bett. Ja, das war's. Wir gehen. Warte, 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 das ist ein bisschen eng.
Dann haben wir hier den wundervollen Flur. Schön. Hier ist das Badezimmer. Da habe ich, erkennt man, was, oh Lord, wie viel ich, also das alles ich hier. Beauty, Beauty, Beauty. Ah, zum Glück bei den Männern, ne? Also Lucy hat hier noch ihr Zeug. Ich glaube, die drei Fächer. Hier kann man dann duschen, richtig so. Also das ganze Ding ist begehbar. Das ist sogar ein Tisch, falls du da irgendwas machen willst. Ja, vielleicht was essen. Beim Baden. Hier ist das quasi. Und hier ist ein Balkon. Wenn man mal wieder frische Luft braucht. Oh, hier ist das Licht richtig gut jetzt. Ja, finde ich schön. Guck mal, da ist die Katze. Miau. Ich glaube, ich muss auf Japanisch miauen. Miau. An der Aussprache müssen wir noch ein bisschen arbeiten, ja, aber... Der Kühlschrank ist schön groß, das ist schon mal gut. Aber richtig viele kalte Getränke rein. Oh mein, ja, Gott. Dann ist hier die Waschmaschine. Auch gut. Actually, es ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wirklich super cool. Mega angenehm für japanische Räumlichkeitsverhältnisse. So, weil normalerweise ist es in Japan ja sehr klein immer. So, haben wir hier eine Toilette. Hat die auch so die Toilette? Yeah. Die hat alles. Da oben ist quasi nochmal zwei Räume, aber ich habe keine Lust mehr hochzugehen. Also das sind noch zwei Räume. Perfekt. Sehr cool. So, wir haben uns jetzt nochmal frisch gemacht, beziehungsweise eigentlich nur ich und die anderen haben gewartet. Und wir gehen jetzt. Es ist viel zu dunkel. Und wir gehen jetzt was essen. Es ist 22 Uhr. Es ist sehr schön hier, die Aussicht. Ich zeige euch das mal. Direkt im ersten 7-Eleven und schon Jujutsu Kaisen. Ja, das ist. Thank you. Komm mal. Boah. Die erinnern mich an diese großen Maxi-Ice Creams, ja, die Mama immer nicht gekauft hat, weil die zu viel waren. Wichtig, wir brauchen auch ein bisschen Bargeld. Man weiß ja nie. Oh, das sind aber große Scheine. Das ist hier auch so ein Essensbereich, dass ich hier jetzt nicht auf die Leute filme. Kann man sich hier auch die Hände waschen einfach, das ist übel krass. So, wir haben einen kleinen Imbiss gefunden quasi, der noch länger offen hat. Und man bestellt dort auf dem coolen Monitor, den gerade Lukas übersetzt. Vielleicht kannst du irgendwo die Sprache ändern. Aber ja, wir haben jetzt gegessen. Ich bin absolut voll und müde und wir gehen jetzt mal kurz in den Späti quasi. Und dann ist der Abend vorbei. Jetzt haben wir uns noch Snacks. Ey, ich habe so viel gefressen, ne? Aber egal. Die Kalorien bleiben im Urlaub, Freunde. Wir achten nicht drauf. Guten Morgen, by the way. Beziehungsweise eigentlich guten Mittag. Mittlerweile, warte, wir haben fast 3 Uhr. Hm? Oh mein Gott. Der ganze Tag ist schon rum, perfekt. Und eine Sache ist mir aufgefallen, das habe ich noch gar nicht erzählt, nämlich mit welcher Truppe wir unterwegs sind. Weil, ja, ich bin einfach selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihr alle wisst. Ihr wisst es nicht. Ihr wisst nicht, mit wem. Ihr wisst nicht auswendig, wer immer überall dabei ist. Deswegen stelle ich sie euch jetzt einmal kurz vor. Einmal Tim Horus, der jetzt nachträglich dazu gekommen ist. Denn er hat im Nachhinein gebucht und ist deswegen auch nicht mit uns im Airbnb hier, sondern 10 Minuten Fußweg entfernt. Ne? Super chill, in einem coolen Hotel. Ja, ist sehr nice. Dann ist Lukas natürlich dabei. Hallo, ich habe schon Kaffee. Dann ist Jan dabei, der gerade weg ist. Aber Jan kennt ihr vielleicht auch aus seinen oder meinen Videos. Ist sein bester Freund, sein Bruder quasi. Da ist Jan. Hallo. Dann haben wir noch Alex dabei. Soll ich auf die schwenken oder einfach nur kurz? Okay, dann haben wir noch Alex dabei. Hi, ich bin kein Influencer und gerade erst aufgestanden. Dann haben wir noch Lucy dabei. Hallo. Das macht gleich aus. Ja, und dann haben wir noch, ich nenne ihn jetzt bei dem Namen Bob. Bob ist auch dabei. Bob möchte anonym bleiben. Nein, was? Nee, wir haben ja nicht, wie ihr gerade schon gehört habt, nur Influencer dabei und wir müssen natürlich auch. Ich will nicht auf alle filmen. Privatsphäre ist wichtig. Und Bob ist auch sehr glücklich, wenn ich ihn Bob nenne. Haben wir schon geklärt. Ist Bob vom Kaffeehorn zurückgekommen? Ich habe ihn ja gar nicht mehr gesehen. Ja, das ist die Truppe, habe ich ihn vergessen. Und ich meine, am Sonntag kommt noch Stefan dazu. Den kennt ihr vielleicht aus meinem Merch-Video von letzten Jahr, AnyNoob. Und wir werden aber auch nicht 7 bzw. 8 bleiben, sondern Stefan und Tim fliegen auch früher wieder. Genau.
So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Essen, aber ich weiß gar nicht, wo wir sind. Yeah. Ja. Okay, bis gleich, bis wir beim Essen sind. So, wir gehen jetzt essen. Allerdings dürfen wir hier drin nicht filmen. Deswegen, oh Scheiße, zeige ich euch, was wir uns jetzt holen hier. Hier gibt es Ramen. Ah, alles gut. Das ist eine. Nee, das ist eine J-Pop-Band. Wir sind jetzt hier angekommen. Hier, oder? Sind wir hier? Heißt das? Wie heißt das hier? Metropolitan Government Building. Dankeschön, ja, genau das. Und hier kann man, oh mein Gott, man sieht den. Ist das der Fuji Berg da hinten? Wirklich, diese Stadt ist so riesig. Da hinten sieht man, das ist doch der Fuji. Ja. Und dann geht es auf jeder Seite auch nochmal weiter. Das ist so groß hier. Das ist richtig geil. Ja. Es ist so hübsch. Es ist so krass, auf jeder Seite dieses Towers erwartet dich halt einfach ein komplettes Skyline mit ganz vielen Gebäuden, Lichtern. Bis zum Horizont. Also bis zum Horizont nur. Das ist eine Stadt. Deine Höhenangst macht dich vielleicht ein bisschen zu schaffen, kann ich sagen. Also es ist nicht schön. Wow. Wir sind jetzt übrigens schon auf der vierten Seite oder so. Die ganze, es hört nicht auf. Wo ist hier das Ende? So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Souvenirs hier an, die es gibt. Das sind auf jeden Fall schon mal Kappen. Wow. Ja, was natürlich nicht fehlen darf, ist Pokémon zu spielen. Auch hier, der Raid geht in 7 Minuten los, Lukas. Oh, da bin ich dabei. Da könnten wir nicht hin, das ist ein Mega-Gengar. Oh, Mega-Gengar? Ja. Da hinten auch schon wieder. Geil. Meint ihr, die haben da auch Wind? Nee, Chick. Hier lang, da lang. Dieser Laden ist riesig, es hört gar nicht auf. So, das ist die Ausbeute des heutigen Tages. Das ist ein Mobile Hair Iron. Okay? Glätteisen, bevor irgendjemand irgendwas denkt, ja? Das ist ein Glätteisen. Dann haben wir hier ein paar Souvenirs, ein Glücksbringer, ein Fächer, eine Tasche, ein Armbändchen und eine Hose. Das ist der Arsch von der Hose. Sehr cool. Ja, mit zwei Anhänger drin. Wir haben Flugzeuge gekauft. Und Pokémon Uno. Der Kontrast einfach geil. Also Lucy hat sich jetzt hier eine eSIM geholt. Ne? Erzähl mal, was jetzt mit dem Handy ist. Also ich musste mir halt da sowas runterladen für die eSIM. Yeah. Und seitdem macht mein Handy halt, immer wenn du ein Foto machst, ein Geräusch. Oh, und das kannst du nicht ausschalten. Du kannst das nicht einstellen, gar nichts. Das macht immer ein Geräusch. Auch wenn du ein Video machst, hast du ein anderes Geräusch. Das habe ich noch nie gehört. Das ist komplett neu. Oh mein Gott.
Und das, was meintest du, wenn man iPhones hier kauft? Wenn du hier ein Handy kaufst in Japan, dann macht es immer solche Geräusche. Und es ist egal, wo du bist. Du kannst nach Europa fahren oder so, ist egal. Du hast für immer dann ein Handy, was immer auf voller Lautstärke geklickt, wenn du ein Foto machst. Ach, und egal das, wo. Und das liegt daran, weil Leute unter Rücken und sowas filmen hier. Dass du hören kannst, wenn jemand hinter dir oder so oder ein Foto das aufnimmt, dass du immer quasi aware bist, wenn irgendwas aufgenommen wird. Ah, das macht ja eigentlich schon irgendwie Sinn. Also ich verstehe das schon. Fun Fact. Das Ganze ist nicht irgendwie rechtlich geregelt. Das machen die ganzen Hersteller nur, weil sie Angst haben, verklagt zu werden, dass wir mit ihrem Handy tatsächlich mal unter den Rock gefilmt werden, dass sie dann aufs Maul bekommen. Das ist so deutsch, so mag ich. Wow. Mein deutsches iPhone klickt hier aber nicht, obwohl ich eine ESIM habe. Das liegt an der ESIM, nehme ich mal an. Nee, ich glaube, es liegt daran, dass iPhone das den einfach nicht den Zugriff aufs System gibt. Macht dein Handy ein Geräusch, Lukas? Das wäre mir schon aufgefallen, glaube ich. Ja. Nö. Welches hast du auch? Pixel. 7? 7 Pro, ja. Aber dann das gleiche. Dann liegt es tatsächlich an einem Anbieter. Ach. Also ist auch noch ein Anbieter unterschiedlich. Oh, okay, krass. Ja, also diesen Anbieter, den ich hier habe, den gibt es, der gibt noch auf der ganzen Welt Internet. Also gibt es in jedem Land. Dann könnte das daran liegen. The more you know, guys, the more you know. Also ich meine jetzt übrigens nicht, dass man nur hier unter Rücken filmt, aber ich hatte nur in dem Kontext das mal gehört, dass dann die Handys lauter sind. Nicht, dass ihr denkt, ich denke das jetzt, dass das nur hier so ist, ne? Muss man hier festhalten. Lukas ist seit mindestens einer halben Stunde auf Toilette. Könnt ihr das bezeugen? Ich habe gesagt, eher 45. Dreiviertelstunde. 45 Minuten. Kein Problem, wir wollen ja nur essen gehen. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber er hat mein iPhone-Ladegerät. Er hat gesagt, kannst du aufhören, Lügen zu verbreiten? Er ist seit 45 da drauf. Ich wollte... Also, ich habe ein iPhone, er hat ein Android. Ich habe ihm extra ein Android-Ladekabel mitgebracht, mit so einem Android-Stecker dran. Er nimmt meinen iPhone-Stecker aus der Wand und lädt sein Handy gerade damit. Und ich weiß nicht, wo dieser... Wo ist es? Lukas, du hast jetzt eine Dreiviertelstunde das Bad. Oder was kann ich dafür, wenn so viel Scheiße in meinem Darm ist? Also, unten fehlt sowohl der Android als auch der Apple-Stecker. Beide weg. Du erzählst mir jetzt erstmal, dass ich mitten im Leben zu müssen, weil ich einen USB-C-Stecker benutzt habe, so, der so funktioniert wie jeder andere. Der Apple-USB-C-Stecker. Was sagt ihr dazu? Die einzige, wodurch sie unterscheiden, ist, wie viel Watt da rauskommt. Ja. Und wie viel Ampere und Watt kommt da raus? Das weiß ich nicht. In Japan schon mal weniger. Schon mal weniger. Achso, das? Das ist die ganze Zeit direkt neben dir. Oh mein Gott. Wo ist der Android-Stecker? Das weiß ich nicht. Ich habe nur den gefunden, deswegen habe ich ihn genommen, weil es scheißegal ist, welchen man verwendet. Wo ist mein Android-Stecker? Ich habe keinen verwendet von dir. Hast du gestern? Ich habe meinen dicken verwendet. Das kennt guck mal, da ist, Distribution System. Das ist jetzt nicht wie der, die Hauskatze hier oder die, ja, die Katze nehmen, die hier so chillt. Hallo. Da gehen wir essen. Die Idee ist schon fast. Sieht ein bisschen unscheinbar aus, ist aber glaube ich lecker. Ja, ja, ja. Das ist 5 Uhr. Oh. Ist da irgendjemand gleich? Ich weiß nicht, wie ich es immer schaffe, das Essen nicht mitzufilmen, aber wir haben schon aufgegessen. Aber das ist noch übrig, das essen wir noch. War lecker. Alles gut. Wir haben gerade nach dem Essen überlegt, ob wir in ein 7-11 gehen. Haben uns jetzt jedoch umentschieden. Jan, wo gehen wir hin? In den Rechtssohn. Oh mein Gott, that's so cool. Schmeckt das nach A? Das ist meine Freundin tatsächlich. Die hat mir mal im Chat geantwortet. Wir sind zusammen. Isst du die jetzt, wenn du das kaufst? Lukas, wirklich, es reicht. Dieser Tee reduziert Körperfett. Bestimmt tut er das. Dann kann ich jetzt ganz entspannt dieses Eis essen. Ja. Er hat's aufgekommen. Nice. Hä? Du kannst gerne essen. Echt für Tiefkühltruhe-Eis? Sehr gut. Nice. 8 von 10. 8? Ja. Okay, da kannst du da hinwerfen. Da ist der Müll.